Hallo und hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Pokémon Kristall. Heute machen wir einfach mal hier weiter. Und hier ist Margit. Warum muss ich das über mich ergehen lassen? Mozi, hilf mir. Mozi. So, wir stehen, glaube ich, kurz vor einem krassen Kampf. Kennst du mich noch aus dem Versteck in Mahagonia City? Damals habe ich verloren, aber heute werde ich, lasse ich dich, nicht passieren oder so, keine Ahnung. Oh, Rocket Vorstand sogar. Arbok. Auf einem Level, was mir nicht gefällt. Ich denke mal, Flügelschlag ist eine gute Option. Erstmal. Jetzt nervt gerade mein Kater rum. Bist du irgendwie dumm? Bist du dumm? Bleibst erstmal drin. Kannst mich nerven, so viel du willst. Genau, paralysier mich. Wickel mich. Was soll das denn? Das ist doch total der Mist. Flügelschlag. Aber Arbok ist besiegt. Nur die Paralyse könnte uns noch nerven im weiteren Kampfverlauf. Kramurks ist, glaube ich, Unlicht. Käfer und Kampf könnten da was ausrichten. Ich wechsle mal noch nicht. Ich bleib mal bei Freak und ja, das ist Unlicht, ich bin mir ganz sicher. Und wechsle dann jetzt auch mal auf Herakles. Und da macht Herakles einen geilen Überwurf und dann ist alles toll. Ich habe übrigens vor der Aufnahme nochmal kurz die Pokémon geheilt. Also Herakles ist auch wieder... Ja, gut. Flug ist natürlich nicht sehr effektiv. Ach, das ist doch total der Mist. Ich habe schon wieder komplett falsch gedacht. Ah. Flug ist ja sehr effektiv auf Kampf. Das hätte ich wissen müssen. Aber der Überwurf macht Kramurks down. Finde ich sehr gut. Und, Herakles hat fast sein Dings erreicht. Giflor ist dann nochmal Gift und Pflanze. Heißt, Freak sollte das eigentlich packen. Freak sollte das eigentlich locker packen. Mit einem, nicht Lockduft, nein! Nö. Ist paralysiert. Ist klar, dass das dann passiert. Nochmal paralysiert. Was ist denn das? Und man muss doch diese scheiß Paralyse mal aufhören. Danke. Also müsste eigentlich One-Hit werden? Jo. Wird's auch. Oh, war ein Volltreffer, okay. Ich denke aber auch mal so, wäre das ein One-Hit geworden. Level 34. Sehr schön. Und der Rocket-Vorstand wurde besiegt. Das darf nicht wahr sein. Ich habe mich so angestrengt und dennoch verloren. Ich gehe, glaube ich, offscreen nochmal kurz heilen. Bis gleich. Hoi. Ich bin wieder am Start. Was erwartet uns hier? Oh, du bist so weit gekommen. Du musst ein ausgezeichneter Trainer sein. Wir planen, die Radiostation zu annektieren und unsere Rückkehr bekannt zu geben. Das sollte unser Anführer Giovanni überzeugen, sein Solo-Training abzubrechen und zurückzukehren. Wir werden unseren früheren Ruhm wiedererlangen. Ich werde nicht zulassen, dass du unsere Pläne durchkreuzt. Ist das jetzt das Finale? Ich kann es mir fast vorstellen. Drei Pokémon, Rocket-Vorstand, Hundustar. Ist Freak nicht der Richtige für? Cookie macht da deutlich mehr Sinn, denke ich mal. Mit Surfer natürlich. Sollte Hundustar eigentlich gut Schaden kriegen. Und ordentlich leiden. Und das ist auch One-Hit, sehr schön. Was erwartet uns jetzt? Smogon. Auch dort würde ich Jonas mal einsetzen, weil Jonas entwickelt sich, glaube ich, auf Level 36 und das wäre ganz cool, wenn wir das mal irgendwie erreichen könnten. Das hätte was.
Und wir sind auch kurz davor. Also würde ich mal sagen, Schaufler, mach Smogon down und dann könnte das schon was werden. Mit der Entwicklung. Okay, das war jetzt nicht so krass. Aber wir sollten auch eine Schaufler einsetzen. Und dann kann von mir aus sogar eine Explosion kommen. Würde das nicht mal schaden. Vielleicht kann es aber auch gar keine Explosion. Abwarten. Es überlebt ganz knapp. Und setzt keine Explosion ein. Okay. In Ordnung. Damit lässt sich doch leben. Ruckzuckieb und Smogon ist down. Down. Und Level 36. Ich glaube echt, die Entwicklung steht uns jetzt bevor. Hundemon. Das ist nochmal ein Job für Cookie. Ich glaube aber nicht, dass das jetzt schon das Finale war. Das wäre jetzt echt ein bisschen krass einfach. Gut, Hundemon ist Level 35 und wenn ich jetzt kein Wasser-Pokémon im Team hätte, würde das ganz schöne Probleme machen. Aber wir haben ja ein Wasser-Pokémon im Team. Und das macht es halt mit einem Schlagschrott. Das war's mit dem Rocket-Vorstand hier. Nein, vergib mir, Giovanni. Hey, Jonas entwickelt sich. Ja, Entwicklung. Oh, ist das geil. Ich mag Tonopto. Wie kann das sein? Unsere Träume wurden zerschlagen. Ich konnte meine Aufgabe nicht erfüllen. Wie Giovanni werde ich Team Rocket hier und heute auflösen. Leb wohl. Ja, Team Rocket ist aufgelöst. Neo, vielen Dank. Dein couragiertes Handeln hat die Pokémon im ganzen Land gerettet. Ich weiß, es ist nicht viel, aber nimm dies bitte. Die Klarglocke. Früher gab es hier einen Turm in Dukatia City, aber er war alt und baufällig. Also haben wir ihn durch unseren Radioturm ersetzt. Beim Bau haben wir diese Glocke gefunden. Ich hörte, dass früher viele verschiedene Pokémon in Dukatia City lebten. Vielleicht hat diese Glocke etwas mit diesem Zinnturm in Teak City zu tun. Ah, das erinnert mich. Ich habe Team Rocket zufällig flüstern hören. Es scheint, als führten sie etwas am Zinnturm im Schilde. Ich habe keine Ahnung, was vor sich geht. Vielleicht solltest du es überprüfen. Okay, ich gehe in mein Büro zurück. Wusste ich doch, dass hier noch was liegt. Ein Hyperball, das ist nur okay. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal ein Let's Play. Hallo und hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Wir besiegen Team Rocket und retten die Menschheit. Hier am Mikrofon. Hier sind meine Notizen, die ich leider nicht mehr lesen kann, aber okay. Tschüss! So. Gut. Team Rocket ist damit eliminiert. Ich hab keinen Bock mit dir zu reden. Ich hab keinen Bock mit überhaupt irgendjemandem zu reden. Ja, wir könnten natürlich jetzt direkt weiter. Aber die Frage ist, wollen wir das wirklich schon? Aber was sollen wir sonst machen, ne? Ich meine, wir können natürlich alternativ die Route östlich von Mahagonia City, glaube ich, ist das, noch abhandeln. Dort gibt es ja auch noch einige Trainingsstellen, glaube ich. Und da kommt auch noch diese Eisfahrt. Ich weiß nicht, kommt man da jetzt schon durch oder noch nicht? Na, wir können das eigentlich schon machen. Weil auf die Legis habe ich gerade echt keinen Bock, muss ich sagen. Ich muss einmal... Ach nee, das mache ich nicht hier. Das mache ich woanders. Freak, fliege mich doch mal bitte nach Mahagonia, glaube ich, ja. Ah ne, da ist auch kein Markt, ne? Oh, das ist auch scheiße. Egal. Wir gehen einfach mal weiter nach rechts und gucken mal, was uns... Obwohl, das ist doch der Markt, oder? Oh, tatsächlich, der Markt hat wieder offen. So, wir kaufen uns einfach mal ein paar Hypertränke. Warum denn so sparsam?
Gegengift, 3 Stück. Paraheiler, auch 3 Stück. Superschutz 2. Beleber bringt uns nichts. Blumenbrief juckt mich ehrlich gesagt auch nicht. Und weiter geht es. So, ich weiß nicht, ob man das jetzt machen muss mit dieser Klarglocke. Wäre auf jeden Fall irgendwie komisch, glaube ich. Und noch ein Topschutz. Habe ich das echt noch nicht eingesammelt? Krass. Das sind 100 Siege und 101 verlorene Kämpfe. Ich kämpfe jetzt eine Weile lang nicht mehr. Ja, weil du jetzt wahrscheinlich nur noch verlierst. Gegen dich hatten wir noch nicht gekämpft. Okay, sehr schön. Du siehst sehr stark aus. Gute Trainer suchen instinktiv nach starken Gegnern. Instinktiv? Ich denke mal eher die Lappen suchen die ganze Zeit gute Trainer und finden dann immer mich. Deswegen werde ich auch so oft angesprochen, ob ich kämpfen möchte. Weil diese ganzen Lappen immer mich finden und suchen. So. Sehr schön. Dann clearen wir jetzt also am besten erstmal diese Ecke hier. Und anschließend freuen wir uns dann noch auf, in der nächsten Folge dann, auf den Kampf. Nicht auf den Kampf, auf den Kampf gegen Suikune. So geht das auf gar keinen Fall. Doch, so geht das, hast du doch gerade gesehen. Noch ein Trainer! Ich kann sehen, dass du ein guter Trainer bist. Ich kenne mich gut mit Pokémon aus und ich sehe, dass du das auch... Ich vergesse den letzten Satz, das letzte Wort zu lesen und laber einfach instinktiv weiter. Oh, ein Ass-Trainer. Clutexo! Okay. Finde ich gut. Ich flieg mal, weil... Ich wusste gar nicht, dass Clutexo in dem Spielverlauf auftaucht. Das ist wieder so eine Überraschung für mich. Rauchwolke, oh nein! Genauigkeit sinkt. Und das sage ich euch, jetzt habe ich wieder so viel Luck. Nee, nicht? Okay, gut. Clutexo wurde besiegt. Freak ist Level 35. Und Astrainer Stan. Stan! Puh, das war ja der totale Reinfall. Stan wurde besiegt. So, Cookie ist noch nicht Level 35. Heraklas ist noch nicht Level 35. Und Rizza ist ja eh nicht auf Level 35. Rizza ist ja im Moment eh kurz vor dem Ende ihres Dienstes. So, hier kommt dann noch diese Höhle. Gegen dich haben wir aber auch noch nicht gekämpft. Hast du schon von dem legendären Vogel-Pokémon gehört? Meinst du Arctos, Zapdos, Lavados? Oder Lugia oder Ho-Oh? Aha, er meinte also Tauboga. Ist also auch ein legendäres ein legendäres Vogel-Pokémon. Ich glaube, das war jetzt wieder der René-Fail, aber ist mir jetzt ehrlich gesagt egal. Und nochmal Tauboga. Ach, ich mach's einfach nochmal. Was hat eben so schön geklappt? Warum sollte ich denn Surfer einsetzen? Los, mach Tauboga tot, Cookie. So, sehr schön. Arno wurde besiegt. Du bist nicht von schlechten Eltern. Nee, bin ich auch nicht. Ich hab Ahnung. Ich bin der Pokémon King. So. Gegen dich würde ich auch noch gerne kämpfen. Ich tue alles, um seltene Pokémon in die Finger zu bekommen. Du könntest richtig bei Team Rocket arbeiten. So ein richtiger Gangster bist du, glaube ich. So ein Pokémaniac. Rihorn. Ist jetzt nicht verkehrt, dass wir Cookie vorne haben. Weil Rihorn ist, glaube ich, meiner Meinung nach auf Boden oder Gestein gewesen. Eins von beiden. Ich glaube Boden. Das stimmt auf jeden Fall. Cookie ist Level 35.
Und Akira wurde besiegt. So, jetzt Herakles nach vorne. Um es auch noch auf Level 35 irgendwie zu kriegen. Hier ist noch ein Angler. Oh, wegen dir habe ich ein Quapsel verloren. Was wirst du deswegen unternehmen? Dich besiegen. Oh, ein Angler. Goldini. So. Ich denke mal, Herakles sollte eigentlich keine Probleme haben. Ist ein übertriebener Level-Vorteil. Gut, Schnabel schadet natürlich ein bisschen, aber ist jetzt nicht so übertrieben. So. Sehr schön. Level 35 ist also jetzt drin. Gut, und dann wechsle ich jetzt auf One Punch. Denn das wird ja in der nächsten Arena gebraucht. Und kann da von mir aus auch auf Level 36 oder so sein. Mein Schaden tut's nicht. Wobei die Arena dann wahrscheinlich ein bisschen easy wird. Aber das ist ja egal. Denke ich mal. Was soll ich denn machen? Ich muss ja mit irgendwem kämpfen. Ich denke mal, ich werde versuchen, alle auf Level 36 jetzt erst dann hochzukriegen. Erstmal One Punch und dann mal gucken, wie sich das so ergibt. Sehr schön, Level 36 auch bei dir. Alfried wurde besiegt. So, jetzt abchecken, ob hier noch irgendwo ein Trainer rumlungert. Cookie ist auch noch sehr bedeutend für die Arena. Könnte nämlich One Punch Ersatz sein, falls One Punch aus was für Gründen auch immer down gehen sollte. Eine Brandbeere. Gut. Ich glaube, auf dieser Route ist nichts mehr zu machen. Fehlt dann halt nur noch dieser Tunnel. Der Eispfad. Den machen wir aber nicht beim nächsten Mal. Nächstes, obwohl vielleicht schon. Erstmal gehen wir auf jeden Fall nach Tixedy, lösen da alle unsere Probleme und anschließend machen wir dann den Eispfad und dann holen wir uns den achten Orden und werden Pokémon-Meister. Aber das hat alles noch Zeit. Ich würde sagen, das war's mit Pokémon Kristall für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Dankeschön fürs Zusehen. Macht's gut. Haut rein. Und tschüss.